Moin, meine Kampfkumpel-Zwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Zompiercer. Ja, ihr Lieben, in der letzten Folge haben wir da hinten den Bahnhof gelootet und haben diesen kleinen Tankstelle gefunden und wir haben noch die Kellerebene und ich darf die Dinger nicht vergessen. Die hätte ich jetzt gerade beinahe wirklich vergessen. Ich muss noch die Zapfsäulen machen. Denkt dran, Zapfsäulen, Zapfsäulen, Zapf, 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 Zapfsäulen. Yep. Ich muss die Zapfsäulen machen. Mag es nicht, wenn es dunkel wird. Ja, nimm. Oder, nimm. Ja, doch. Taschenlampe, wo bin ich? Hä? Der hat mir Gott sei Dank nichts getan. Ja. Warum so ein Schneller? Es ist zwar ein Spiel, was wirklich so eine Kindergrafik hat und sowas, aber... Kann ich denn hier nichts? Ich sehe nichts. Schließe mal kurz die Tür. Habe ich nicht die Möglichkeit, mir so einen Helm zu craften mit Licht? Ich habe nicht geschrien. Boah, Ruhe da unten. Ah, ich muss gucken, ob ich irgendwas craften kann, wo ich mir das Licht auf die Stirn setzen kann. Ich bin so eine helle Leuchtung, sage ich nur mal. Ich glaube, der Schreiber episch. Kommt der einfach um die Ecke gescheißert? Oder mal Kuckuck zu sagen oder Hallo? Nein! Einfach so um die Ecke. So, lass mal gucken, was brauche ich denn für das hier? Nehme ich jetzt einfach so. Zehn. Den Rest packen wir mal alles hier rein. Und ich brauchte noch... Eins. Okay.
Yep. Ich habe ja nur Schränke. Eins. Yep, eigentlich hätte ich hiervon die 10 noch lassen können. Das werde ich garantiert auch noch brauchen. 10. Ich habe eigentlich schon 10 eingegeben, aber egal. Nee. So. Ich glaube, ich werde die Betsy eh irgendwann komplett noch umbauen. Ich weiß jetzt nicht, das hier, ne? Nö. Vollkommen falsch. Ich will nur einen Helm haben. Mit Licht. Ja, wir haben immer Sonderwünsche. Will ich gegen die ganzen Zombies kämpfen? Das ist so viel. Okay. Was ist das denn? Gut. Investitation. Euer Marsch. Machen wir das kurz weg und ich möchte mal kurz B. Ich möchte nur was gucken. Gut, die kann ich also noch setzen. Ich will eigentlich runtergehen und wo fange ich an zu bauen? Nice. Okay. Nice. Das finde ich doch mal richtig nice. Hier, nimm. Wir bauen jetzt nach dem Schock. Mega, ich habe mich so erschrocken, Leute. Wirklich so erschrocken? Ist nicht dein Ernst, das brauchst du auch noch? Boah, was er sich hier wünscht. Aber hey, so haben wir wenigstens ein bisschen schon mal. Was ist das denn? Glas? Digga, ist doch mehr zu der Wand. Braucht Holz, ey. Mein Gott. Wow. Ich bin eh nicht zufrieden, wie das hier gerade alles abläuft. Gut, das heißt dann wohl für mich, ich muss da nach unten, ne? Gib mir mal eins. Das schmeißen wir mal in den Tank. Das hast du jetzt nicht gemacht. Ich dachte, ich bekomme hier ein bisschen mehr raus. Gut, nimm mal das. Das schmeißen wir mal hier in die Betsy. Die hat nämlich auch duscht. Und dann wollen wir nach unten in den Keller. Ich will nicht schon wieder in den Keller, Leute. Keller doof.
Was würde man jetzt im Chat zu mir sagen? Hör auf zu jammern und rein da. Schrott einfach. Ich sehe da unten nichts, wenn ich jetzt eine Waffe zücke. Komm doch näher. Ich gehe da nicht rein. Komm, Leute. Nicht? Hallo? Ach Jungs, ihr könnt doch nicht überall verstecken. Jetzt kommt. Hallo? Ich guck nach dem Benzin. Mir egal. Sollen ja unten Remi Demi spielen. Das ist so schnell. Ey, Kollege! Ja, und sonst so? Sehr schlecht durchdacht gerade von mir. Hallo?
Oh Gott. Jetzt können wir ihn looten. Ja, hab ich doch ohne zu jammern geschafft. Mensch, bin ich gut. Ohne zu jammern. Wie ein Kampfzweck durch. Ich nehme mich. Na, komm. Haben wir. Ich bin dick. Bin ich jetzt nicht so cool? Dann wollen wir mal so nach und nach auch die Betsy voll mieben. Was zum Henker denke ich? Die Betsy voll laden. Fröhlichkeit. Fröhlichkeit? Muss ich jetzt nicht verstehen. Was ist eigentlich, wenn ich auf die Zapfsäulen mal schieße? Passiert dann was Tolles? Macht's dann Bumm? Oh. Mich da schon ein bisschen interessieren. Ich hatte ja hier irgendwo... Ja, wir müssen so ein bisschen irgendwann sortieren. Offline natürlich. Mhm. Aber die Schränke sind immer so schnell voll. Nee, dich brauche ich noch. Das wird jetzt ein paar Mal hin und her noch gehen. Aber naja. Wobei, wir sind ja eigentlich sehr gut dabei gerade. Mit den Looten unten im Keller. Was ist da wieder? So. Ich glaube, das ist der letzte Schwung. Huch. Glaube ich. Yep, letzter Schwung. Dann fehlen nur noch die Zapfsäulen. Können wir wieder froh und munter ziehen. Nichts. Mach zu, die Luke. Das hier ist alles gereinigt für die Nächsten, die looten kommen wollen. Und die Benzinkanister werden auch leer sein. Zapfsäulen. Verwechselt. Aber egal. Gut. Ich glaube, ich werde noch einen Kanister mir holen. Dann geht's ein bisschen schneller. Schmeißen wir einfach in die Betsy rein und gut ist. Gerade ist, dass die Tür kein... also die Tür, dass die keine Fenster haben. Würde auch sehr gut aussehen. Ich bin gerade vorbeigerannt. Läuft. Läuft. Hey. Nein, warte doch mal. So. Rein da, rein da. Die eine Zapfsäule haben wir ja. Glaube ich jedenfalls. Doch, wir konnten nur zweimal an eine ran. Ich atme.
Hier konnte ich dreimal rausholen. Krass. Krasse Kiste. Schön, wir bekommen immer mehr Treibstoff. Da dürfte mir der Treibstoff nicht so schnell ausgehen. Wie beim ersten Versuch. Oh, wenn die Stamina genauso sein würde, jetzt gerade wie der Treibstoff, wäre das nice. Foto. Na, hopp, 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 hopp. Wir haben keine Zeit. Da passt noch mehr rein. Da kommt noch mehr raus, meinte ich. Reinpassen tut da sehr viel, aber... Da kann ich noch was rausholen. Oh. Da bräunt sie echt den Hintern. Ich glaube, wir konnten einen Helm mit Taschenlampe machen. Wenn ich mich jetzt richtig an der ersten Staffel erinnere. Ich glaube, da konnten wir einen machen. Noch mehr? Oh. Okay, ich könnte jetzt eigentlich mehr Kanister holen, aber naja. Überleben das schon, ne? Jeder Gang macht schlank. So kommen wir auf unsere 1000 Schritte. Vielleicht wird dann die Stamina auch besser. Ich hoffe es immer noch. So, komm. Wir bekommen sehr viel aus der Tankstelle, finde ich nice. Ich müsste mal gucken, wie viel Kanister wir allgemein eigentlich haben. Und ich muss mal gucken, ob ich die einzelnen Sachen, die ich da hingestellt habe, umplatziere. Oh, kein Treibstoff mehr. Oh. Oh nein, jetzt habe ich einen leeren. Das geht gar nicht. Uncool. Naja, passiert. Wir finden sicher irgendwo noch eine Tankstelle. Den behalten wir. Den behalten wir. Für den Notfall. Ach, zu die Luke. Kann ich das umplatzieren? Ich kann es höchstens abreißen, ne? Gut, na dann. Juckt mir erstmal die Nase und ich würde sagen. Volle Kraft voraus. Halbe Kraft voraus. Im Dunkeln fahren ist nicht gut, ne? Ich meine, wir sehen kaum was. Wir gehen erstmal pennen. Wir gehen erstmal eine Runde pennen. Dann sehen alle was. Ich jetzt den Tank aus dem...
Dings ausgemacht. Guten Morgen. Wie beschaffe ich mir Glas? Irgendwas wollte ich gerade machen. Ach ja, stimmt, ich wollte hier nachgucken. Ja, schön, schön. Erstmal besaufe ich mich eine Runde. Und dann verfresse ich mich. Pressen. Ich hoffe, der Zug ist nicht so laut für euch. Ein bisschen schon. Wahrscheinlich. Ach, wie schön. Ich muss ein bisschen aufpassen, vielleicht übersehe ich hier auch irgendwas. In der ersten Staffel. Warum bin ich jetzt nach oben geglitscht? In der ersten Staffel einfach nur geradeaus gefahren, ohne ein bisschen mehr zu schauen. Auf jeden Fall beim Pföscherdorf hat man das gemerkt. Dass wir da ganz schön doof aus der Wäsche geguckt haben. Ich dachte gerade, ich hätte da irgendwas Blaues gesehen. Scheint mir ein Ladebildschirm zu sein. Mit 3%. Oh, jetzt ging's schnell. Ladebildschirm. Das kenne ich. Das war das Ding, wo ich gesagt habe, das kommt eigentlich vor der Zombie-Stadt. Oder ich bin komplett verwirrt. Ah, schauen wir uns mal um. Nach dem Speichern. Hallo? Eine Waffe und ich werde sie einsetzen. Verdammt, Grace ist verrückt geworden. Ich kam, um mit ihr die Schicht zu wechseln. Sie ging mit dem kaputten Schalthebel auf und ab und murmelte etwas vor sich hin. Als ich sie mich sah, als. Achso, warte. Als sie mich sah, stürmte sie mit einem wehen Blick in den Augen auf mich zu, während sie mit den Hebel herumwedelte. Ich habe es kaum geschafft, mich im Wärterhäuschen zu verstecken. Nachdem sie eine halbe Stunde lang versucht hatte, die Tür zu durchbrechen, ging sie und machte sich auf den Weg in die Stadt. Ich habe keine Ahnung, was ich tun werde. Der Güterzug wird bald vorbeifahren und ich brauche Luft. Ich habe eine defekte Weiche.
Und wir brauchen den Dings. Okay. Gut, meine Lieben, dann wissen wir ja, was wir... Oh, guckt bei unsere Betsy an. Voll nice und so. Ich kann zwei Etagen bauen. Ist mir gerade so spontan eingefallen. ja, meine Lieben, dann würde ich sagen, fahren wir in der nächsten Folge da weiter. Da finden wir einen Hebel, da müssen wir wahrscheinlich... da müssen wir wieder zurück und dann können wir da lang fahren. Jetzt habe ich die Leute gespoilert, die das Spiel noch nicht kennen, aber... läuft. Gut. Meine Lieben, ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.